Die Stefanibrücke in Bremen ist marode. 94.000 Fahrzeuge brettern jeden Tag über sie herüber, davon knapp 10% Lkw. Deswegen soll die Brücke entlastet werden. Man könnte dafür zum Beispiel eine Autospur sperren. Theoretisch. Das Amt für Straßen und Verkehr hatte noch eine bessere Idee und hat lieber eine andere Spur gesperrt. Nach sorgfältiger Abwägung der verkehrlichen Auswirkungen sind wir zu dem Ergebnis gekommen, eine Einengung der Geh- und Radwege vorzunehmen. Genau, die schweren Radfahrer und Fußgänger, die sind das Problem, nicht diese Fahrzeugchen. Und deshalb hat das Verkehrsamt diesen Zaun aufstellen lassen, der den Geh- und Radweg 2 Meter schmaler macht. Es ist jetzt einfach ein bisschen enger für alle und nicht so komfortabel. Man kommt sich ins Gedränge. Also bringt du das nichts. Das sieht das Verkehrsamt aber anders. Die rechnerische Reduzierung der Verkehrslasten beträgt ca. 234 Tonnen. Ja, das wären Hunderte von Menschen gleichzeitig auf der Brücke. Und so sieht sie doch bestimmt ständig aus, oder? Ich wohne seit 50 Jahren in Bremen. Ich habe noch nie auf dieser Brücke mehr als 10 Leute gesehen. Passiert vielleicht gerade Silvester und dann auch noch nicht mal. Na schön, aber falls doch mal so viele Menschen kommen wollen, dann hält der massive Absperrzaun sie auf. Gut, der wiegt jetzt auch ein klitzekleines bisschen. Ich glaube, die Zaunelemente wiegen 16 Kilo, die Betonfüße 31 Kilo, wenn man da mal zählt. Ich glaube, jetzt gar ist die Brücke mehr belastet als ohne Zaun. Zum Glück hat die Stadt Bremen ja jetzt eine neue, ganz tolle Idee. Der Zaun soll weg und stattdessen sollen die Menschen elektronisch gezählt werden. Los geht's. 1. Der Sprecher vom Verkehrssenator erklärt, wie es dann weitergehen soll. Wenn, was weiß ich, 500 Menschen auf der Brücke sind, dann klingelt bei der Verkehrsmanagementzentrale der Alarm, aber bis zu, sagen wir mal, 700 Menschen dürfen auf die Brücke. Das heißt, ich habe eine Sicherheitsmarge von 200 Menschen. Und in der Zeit könnte man dann beispielsweise, das müssen wir noch abstimmen, die Polizei rausfahren, um in irgendeiner Form zu gucken, dass die Brücke dann wieder gesperrt wird, aus Sicherheitsgründen. Also ich halte das für Blödsinn. Ist ja noch bescheuert. Also eine Zählanlage kostet doch auch einiges irgendwie. Muss man doch einfach oben am Verkehr irgendwas verändern. Pah, als würden die paar 40 Tonner aus der Stefanibrücke eine wackelige Angelegenheit machen. Tch.